Ja, sicherlich ist ihm bei dem Intro aufgefallen, es sind nur leidende Gesichter zu sehen, die vor Hitze stöhnen. Und ich frage mich, warum. Ich weiß, es soll diesen Sommer heiß werden, aber man muss das ja nicht so hinnehmen. Wir haben jetzt tolle Produkte, wie Sie sich wappnen können. Und dass es heiß wird, ja, das sage nicht ich, sondern Wetterexperten und der Fokus. Und das schauen wir uns mal genauer an, was die so berichtet haben. Wow, 41 Grad in Europa. Eine Hitzewelle jagt die nächste. Auch Deutschland trifft es wieder. In Spanien kündigt sich schon die nächste Bullenhitze an, die auch Folgen für das Wetter in Deutschland hat. Schon zum Wochenende steigen die Temperaturen und Anfang nächster Woche sind wahrscheinlich wieder 30 Grad drin. Das wird wohl bis in den Juli der Fall sein, vielleicht auch länger. Es wird immer wieder warm bis heiß. Naja, einerseits sollte man sich ja freuen, wenn man frei hat und vielleicht in den Pool hüpfen kann oder vielleicht ins Meer springen kann, so wie hier hinter mir. Da das aber nur ein schönes Hintergrundbild ist und leider nicht die Realität, müssen wir uns natürlich abkühlen. Und das machen wir heute mit Verdunstungsluftkühlern und mit tollen Klimaanlagen, stimmt's? Ja, Klimaanlagen im zweiten Teil unserer Sendung, weil es gibt einfach Räume, die bekomme ich mit anderen Mitteln nicht runtergekühlt. Dachgeschoss oder riesengroße Fenster. Front, Wintergärten, die vielleicht auch zu Wohnzwecken benutzt werden. Aber in normalen Räumen reicht häufig schon ein Verdunstungsluftkühler. Wir haben gerade im Intro gesehen, so kleine Hilfsmittel. Ich glaube, ich habe mich da auch oder Sie sich auch wiedererkannt. Der Fächer, der Eimer Wasser über den Kopf. Das sind aber Sachen, die helfen immer nur ganz kurzfristig. 5 Minuten später ist es wieder genauso heiß. Hier haben wir Sachen, die langfristig helfen. Und Sie entscheiden jetzt, welche Hilfe Sie brauchen. Denn dass wir bei der Hitze Hilfe brauchen, ich glaube, das hat jeder von uns und nicht nur ich, sondern auch die Damen gemerkt. Oder wem war es am letzten Wochenende nicht zu heiß? Hände hoch. Mhm. Sie sehen, jedem und Ihnen mit Sicherheit auch. Und wenn man dann auch noch ein bisschen labilen Kreislauf hat, dann kann es gefährlich werden. Jetzt fangen wir mal an mit unseren ersten Verdunstungsluftkühlern. Und da sagt man auch gerne die clevere Alternative zur Klimaanlage. Wie gesagt, wenn es die Räumlichkeiten hergeben, ist es die clevere Alternative. Im ersten Moment, wenn wir uns den anschauen, ist es ein wunderschöner Turmventilator, den ich jetzt am Gerät oder mit der Fernbedienung einschalten kann. Und jetzt kommt natürlich hier die frische Luft in 3 Stufen zuschaltbar. Oszillation, und da kommen wir schon zur ersten Besonderheit, nicht nur waagerecht, also von links nach rechts, sondern auch von oben nach unten. Und somit hast du jetzt schon die bewegte Luft im ganzen Raum verteilt. Das heißt, schon allein das Bewegen der Luft, wenn man da reinsteht in so Ventilatorluft, hat man ja das kühlende Gefühl. Man spricht dann von gefühlter Kühle, die hier ist. Aber, und jetzt sind wir bei der neuen Liga der Kältetechnik. Hier haben wir natürlich dieses Verdunstungskälteprinzip mit eingebaut und mit einem Zusatzmodul. Wenn Diana jetzt mal den Ventilator jetzt im Moment noch umdreht, dann erkläre ich Ihnen, was hier passiert. Sie füllen Wasser rein, da unten reines Leitungswasser, 6 Liter Wassertank haben wir. Und dann wird, sobald Sie die Kühlfunktion, also die Verdunstungskälte zuschalten, wird das Wasser vernetzt auf der überliegenden Wabenstruktur. Dort verdunstet es und durch die Verdunstung wird Energie bzw. Wärme entzogen. Im Umkehrschluss Kälte erzeugt 3 bis 5 Grad und diese Luft wird nach vorne herausgepustet. Und das ist eine, die Meeresbrise. Ich glaube, die haben wir alle schon mal am Meeresstrand erlebt. Und das ist eben eine Brise, die die größte Hitze eben erträglich macht. Es ist sehr, sehr angenehm. Ich persönlich reagiere ja immer zum Beispiel auch im Flugzeug. Wenn es dann plötzlich zu kalt ist, reagiere ich empfindlich. Deswegen habe ich mich für Verdunstungsluftkühler entschieden. Es ist eine tolle Alternative und man kann das ja auch flexibel nutzen. Zum Beispiel, ich bin dann auch im Sommer ganz gerne im Garten und dann nehme ich das einfach mit in den Garten. Richtig, also das sind eben die Vorteile im Vergleich zur Klimaanlage. Kommen wir gleich speziell dazu. Also ruhig in geschlossenen Räumen Fenster und Türen offen lassen oder sogar mit in den Außenbereich. Aber ich wollte Ihnen noch ein Modul erklären, was uns sagen lässt, dass das die neue Liga der Kältetechnik ist. In diesen Luftkühlern, die wir Ihnen heute vorstellen, ist überall ein sogenanntes Peltier-Element eingebaut. Und das macht Folgendes. Sobald Sie die Verdunstungsluftkühlung zuschalten, wird erstmal das Wasser heruntergekühlt, nämlich um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Dann erst vernetzt, dann erst verdunstet. Und dadurch wird der Wirkungsgrad der Kälte erheblich erweitert. Und da sind wir dann schon nah an der Kühlleistung, wenn man sich in die kühle Brise steht, an einer Klimaanlage heran. Aber mit den Vorteilen eines Verdunstungsluftkühlers.
und jetzt kommen wir dazu, innen wie außen ja, verwenden. Das kein stimmt. Abluftschlauch. Also auch Innenräume kann man mitten in den Raum stellen, dort, wo man die Meeresbrise braucht. Das Zweite, und das halte ich auch noch für sehr wichtig, ist der Energiebedarf. Hier, trotz der Größe, und das ist für mittelgroße Räume bestens geeignet, ja, gerade mal 120 Watt Ui. Energiebedarf. Und unsere Klimaanlagen hier nachher, die sind Energieeffizienzklasse A, aber 1100 Watt, 1400 Watt. Also, Sie sehen, ein Bruchteil dessen an Strom. Und jetzt kommen wir auch noch zum Wichtigsten. Bei einem Verdunstungsluftkühler darf man sich ruhig, oder soll man eigentlich auch, in den kühlen Strahl sich setzen oder hinstellen und sich abkühlen lassen durch die moderate Kühlung, die hier bei einem Verdunstungsluftkühler erzeugt. Bei einer Klimaanlage sollten Sie das tunlichst unterlassen, weil ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt. Man sitzt in den kalten, eiskalten teilweise Strahl einer Klimaanlage und am nächsten Tag liegt man im Bett mit einer sogenannten Sommergrippe. Ist dir mit Sicherheit auch schon mal passiert. Ja, mir ist es auch schon passiert, aber klar, eigentlich ist es ja auch eigenes Verschulden, wenn man die Klimaanlage falsch einsetzt. Aber hier ist es eben auch schön, gerade so für Kinder, ne? Oder Haustiere, das nützt ja nichts, wenn du deinem Hund sagst, setz dich nicht direkt vor die Klimaanlage, das kapiert der ja nicht. Und da ist es auch eine schöne Alternative für Kleinkinder, die spielen natürlich im Sommer toll draußen im Garten, für Hunde oder natürlich auch fürs Schlafzimmer. Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man dann nicht schlafen kann vor Hitze, wenn man sich von links nach rechts wälzt, dann ist es eine ganz tolle Alternative. Greifen Sie jetzt zu. Und es kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, nur Sie müssen schnell sein. Unser Verdunstungsluftkühler mit eingebautem Peltier-Element ist jetzt schon sehr, sehr beliebt. Bestellnummer ist die NX1539 und die 569. Und Sie dürfen auch heute gerne kombinieren. Da muss man die nicht irgendwie sich noch austauschen von Raum zu Raum. Auch wenn die natürlich rollbar sind, durch die Rollen sehr bequem zu rollen. Aber kleiner Tipp, noch sind sie verfügbar. Also ran ans Telefon bestellen. Der TV-Sonderpreis gilt ja auch nur 2 Stunden. Also von daher müssen Sie ganz, ganz schnell sein. Der Sommer startet ja erst, ne? Wir haben ja noch ziemlich viele Sommerwochen vor uns. Das heißt, es lohnt sich jetzt hier zuzugreifen. Es lohnt sich aber auch bei unserem zweiten Modell zuzugreifen. Ja, und das ist ein ganz nagelneues Modell auf Ihre Wünsche hin erzeugt worden, beziehungsweise bei uns im Programm aufgenommen. Und zwar hatten wir mehrere Zuschriften. Habt ihr so tollen Peltier-Verdunstungsluftkühler nicht auch in einem anderen Design? Jetzt können wir sagen, ja, haben wir. Schwarz, Anthrazit, unglaublich schön. Und designtechnisch gehen wir weiter. Wenn wir ihn mal einschalten, ja, oben an der Taste, Diana macht das mal, genau, dann öffnet sich hier der Lüftungsschacht. Sesam öffnet dich, sage ich gerne dazu. Ja, jetzt dreht Kristen kurz um, weil die Hinterseite natürlich auch interessant ist, aber Sie sehen das vorne schon. Das ist natürlich ein optisches Highlight, aber auch ein technisches Highlight, weil die Lamellen werden bei Nichtbenutzung vor Verschmutzung geschützt. Hier haben wir auch wieder Verdunstungsluftkühlung mit Peltier-Element. Aber zusätzlich auch noch etwas, was gerade in dieser Zeit vielleicht nicht ganz unwichtig ist, ein sogenannter Luftreiniger, ein Ionisator, der die Luft anreichert, sobald Sie das zuschalten, mit Anionen. Und neben der kühlen Luft jetzt auch noch die Luft reinigt, sodass Sie auch tief durchatmen können. Ist auch natürlich für Allergiker bestens geeignet, Hausstauballergiker, Heuschnupfenallergiker, gerade so Hausstaub und Pollen, die werden hier auch eliminiert. Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt. Mit dem Schlafzimmer, wenn man sich nachts, wenn man in den tropischen Nächten nicht mehr richtig schlafen kann, das wird dann irgendwann auch gesundheitsbedenklich, weil wer das einmal erlebt hat, aus welchem Grund auch immer, 3, 4 Nächte nicht richtig zu schlafen, der weiß, dass man körperlich abbaut, dass man reizbar wird, anfälliger für Infektionen, weil die körpereigenen Abwehrkräfte nachlassen und. Und ich habe einen Verdunstungsluftkühler bei mir im Schlafzimmer und wir hatten die ersten tropischen Nächte und ich hatte da keine Probleme. Ich habe geschlafen mit dem Baby, weil ich meinen Verdunstungsluftkühler schräg neben mir hatte. Dieses Modell auf Ihre Wünsche hin entstanden. Tolles Design, das passt in rustikale Einrichtungen, aber auch in topmoderne Einrichtungen. Der große Unterschied hier natürlich auch wieder die Leistungsstärke. Der ist auch für große Räume geeignet. Und trotzdem haben wir nur 160 Watt Energiebedarf. Also das ist das, was wir später auf der Stromrechnung entdecken. Also auch hier ein Bruchteil des Energiebedarfs einer Klimaanlage.
Greifen Sie jetzt zu unserer Neuheit, super schick und edel, die hier eben auf Kundenwunsch entstanden ist, hat die Bestellnummer ZX7002 und die 569 ist dies ja sehr beliebt, kommt offenbar sehr, sehr gut bei Ihnen an, weil viele auch sagen, Mensch, ich habe das in einem Wohnzimmer stehen, da soll es auch edel aussehen, da soll es zur Einrichtung passen und auch hier haben wir auf nichts verzichtet, mit Ionisator, natürlich mit dieser Blende, die dann vor die Lamellen vor Staub schützt und natürlich ganz, ganz wichtig, mit dem eingebauten Peltier-Element. Das heißt, hier bekommen Sie neueste Technik zum kleinstmöglichen Preis und auch der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ja, man kauft sich ja so ein Gerät nicht nur für diesen Sommer, der jetzt gerade erst begonnen hat, sondern auch für die folgenden, kommenden Sommer, weil gefühlt habe ich den Eindruck, dass es die letzten Jahre eigentlich immer wärmer wurde. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren wurde 2-mal der Allzeit-Hitzerekord in Deutschland gebrochen und so wird es auch von Jahr zu Jahr, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ja, aber wird es von Jahr zu Jahr immer ein bisschen heißer und dementsprechend auch ein bisschen notwendiger, dass Sie sich technische Hilfe holen. Weil jetzt kommen wir langsam in einen Temperaturbereich, bei dem ich sagen würde, das ist ohne technische Hilfe schon fast gesundheitsgefährdend. Am letzten Wochenende kamen Warnmeldungen, man soll das Haus nicht verlassen, wenn man nicht unbedingt muss. Rollläden runter und rein drin bleiben. Aber Anne, eingesperrt waren wir doch lang genug. Ja? Genießen wir doch das schöne Wetter, aber holen uns eben ab und zu die Meeresbrise auf Knopfdruck. Und das ist genau das. Setzen Sie sich in den Strahl oder eben stellen Sie sich davor und lassen Sie sich abkühlen. Und dann ist eben, so wie am Meeresstrand, die größte Hitze plötzlich erträglich. Ja, machen Sie die Hitze erträglich. ZX7002 und die 569 ist die Bestellnummer für unser fantastisches Modell, was eben ultra schick ist. Also schicker kann ein Verdunstungsluftkühler ja wohl nicht sein. Und wenn Sie auch sagen, Mensch, ich will sowas auch dann auch viele Jahre haben, ich will das auch nutzen, auch wenn ein Besuch da ist, will ich das nicht unbedingt wegstellen. Also alle unsere Modelle sind ja schick, aber ich finde, das sieht sehr, sehr edel aus. Ich habe das auch nicht für 284 Euro eingeschätzt. Ich hätte locker gedacht 500-600 Euro. Es gibt ja momentan sehr viele Verdunstungsluftkühler. Und wir hören gerade, unsere Verdunstungsluftkühler sind auch heute sehr, sehr beliebt bei Ihnen. Viele greifen gleich mehrfach zu fürs Schlafzimmer, fürs Wohnzimmer. Das machen Sie natürlich richtig. Für alle, die noch nicht zugegriffen haben, Sie wissen das vielleicht aus dem letzten Jahr, die sind dann so beliebt, da guckt man dann richtig dumm aus der Wäsche, wenn die ausverkauft sind. So wie Diana, da kann man dann auch schon mal richtig großen Schmollmund machen. Ne? Hier, guck. Macht sie gerade einen Schmollmund? Ah, schauen wir es uns da an. Ja, ja, so müssen Sie nicht da sitzen, wenn es zu heiß ist, sondern Sie freuen sich über schöne Wetter. Wir sind ein bisschen komisch, wir Menschen in unserem Denken. Jetzt war es mal jetzt war es mal 2 Tage ein bisschen kühler. Jetzt haben wir schon vergessen, wie heiß es vor 3, 4, 5 Tagen war. Ja, aber diese Hitze wird wieder kommen. Und überlegen Sie, wie Sie gelitten haben. Müssen Sie nicht. Lassen Sie sich helfen mit technischer Hilfe. Und hier kommen wir zu unserem größten und leistungsstärksten Verdunstungsluftkühler und dieses Jahr auch das bis jetzt das gefragteste Modell und das wird auch, das ist jetzt meine Prognose, noch im Juni ausverkauft sein, weil das ist wirklich Leistungsstärke. Sie sehen auch hier dieses von mir genannte Sesam-Öffne-Dich-Prinzip, ein Design-Highlight. Natürlich auch hier ein Ventilator in 3 Stufen, beziehungsweise sogar 4, zur 4. kommen wir gleich und dann natürlich Peltier-Element, Verdunstungsluftkühler, Luftkühlung, alles mit dabei. Und jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz mal hier zeigen, dass man bis in die Tiefen eines Raumes kommt. Kristen, machst du mal wieder zu, genau. Und jetzt achten Sie mal bitte nur auf die Haare von Kristen. Also hier ist das Bedienelement und jetzt gehe ich mal nicht, also schauen Sie mal, Stufe 2, achten Sie nur auf die Haare. Stufe 3, und jetzt Achtung, jetzt machen wir die Turbo-Version rein. Wow. Jetzt. Und das ist eben ein Zug, eine Meeresbrise, die bis in die Tiefen eines großen Raumes oder einer großen Fläche eben kommt. Und hiermit haben Sie jetzt auch wirklich ganz große Räume. Dankeschön, Kirsten. Ich mache es wieder vorne rum und schalte es wieder auf normal. Hiermit haben Sie auch die Möglichkeit, ganz große Terrassen, Balkone oder auch natürlich große Wohnzimmer oder auch Schlafzimmer komplett mit dieser Meeresbrise zu überfluten. Auch hier ein Ionisator drin. Und das finde ich auch ganz schön.
weil man immer sofort sieht, wenn man den Raum betritt, was haben wir denn heute für eine Temperatur? Gerade im Schlafzimmer kann man da wunderschön reagieren. Ja, also bei mir ist das im Schlafzimmer schon viel zu viel. Ja, aber das ist ja einfach, das ist sehr subjektiv. Das hat jeder anders. Aber ich hatte am letzten Wochenende 29 Grad und ohne meinen Verdunstungsluftkühler wäre ich nicht zum ruhigen Schlaf gekommen. Und jetzt ist es heute noch mild. Deshalb haben wir hier, ich sag mal, fast noch angenehme 24 Grad, aber da wird demnächst eine Potenz dazukommen, 34 Grad. Und wenn das bei Ihnen in den Wohnräumen oder gar in den Schlafräumen ist, werden Sie sich auch nicht mehr wohlfühlen. Und man möchte sich wohlfühlen und den Sommer genießen. Und mit so technischer Hilfe schaffen Sie das. Ja, aber Sie müssen, wie gesagt, schnell sein, denn leider diese Bilder, die wir hier gerade sehen, das ist vielleicht der Jahresurlaub, da hat man dann wirklich mal 2 Wochen Erholung, aber sobald man wieder zu Hause ist, da tritt der Alltag ein. Ne? Und dieses Feeling, was Sie hier sehen, das holen Sie sich mit einem Verdunstungsluftkühler nach Hause. Ja, und das ist was so Tolles, das ist so viel wert, wenn man das zu Hause hat. Und jetzt vor allem für 313 Euro ein wunderschöner Verdunstungsluftkühler mit dem eingebauten Peltier-Element. Da überlegt man noch nicht lange. Und wir hören auch gerade, die sind heute so beliebt. Ich kann es aber auch verstehen, weil niemand hat mehr Lust zu leiden. Weil es ist ja immer so schade, der Sommer ist da, man hat sich so lange gefreut. Da will man den Sommer doch auch genießen, oder Ralf? Du hast ja auch, ich glaube, du hast auch einen Verdunstungsluftkühler. Bei dir, ne? Ich habe ihn hauptsächlich, das muss ich jetzt mal sagen, bei mir im Schlafzimmer. Weil das ist für mich ein Gräuel, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ich hatte früher mal eine Wohnung, da war es unglaublich heiß und stickig. Und wenn man dann mal 2, 3 Nächte nicht richtig geschlafen hat, ist man gerädert. Ich habe gelernt und mir wird das nicht mehr passieren. Mein Schlafzimmer ist damit ausgestattet. Und wenn es richtig heiß wird, der steht ja auf Rollen. Den kannst du ja von einem Raum zum anderen schieben sogar mit rausnehmen ins Freie. Und was ich auch ganz wichtig finde, das muss ich noch mal betonen, im Schlafzimmer. Wenn Sie einen Verdunstungsluftkühler benutzen, dürfen Sie Fenster oder Balkontür trotzdem offen lassen. Das heißt, du hast trotzdem eine Frischluftzirkulation und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Ja, greifen Sie jetzt zu, das ist wichtig, dass Sie jetzt schnell sind. Die Bestellnummer ist die NX1534 und die 569. Für diesen Preis, der gilt natürlich nur 2 Stunden, deswegen unbedingt schnell sein, jetzt ans Telefon gehen und bestellen, weil dann kann man den Sommer in vollen Zügen genießen, egal ob zu Hause oder Balkon, Terrasse, machen Sie es wie viele Kunden, die bereits auch schon mehrfach zugegriffen haben. Genießen Sie den Sommer, das wird Ihr Sommer 2021. Ja, und das ist wirklich auch modernste Technik in edelster Optik. Ich meine, da kann man ja nur zugreifen, ja. Jetzt unbedingt schnell sein, sichern Sie sich diese tollen Verdunstungsluftkühler oder Sie sagen, die Technik ist zwar toll, Verdunstungsluftkühler ist was Tolles, aber ich habe Riesenräume, ich habe Wintergarten, ich habe riesen Fensterfronten, ja, oder ich wohne vielleicht im Dachgeschoss. Da kommt man dann natürlich um eine Klimaanlage nicht drumherum. Und wenn man eine Klimaanlage richtig einsetzt, dann wird man da auch nicht krank. Das macht man ja ganz anders als bei Verdunstungsluftkühler. Und deswegen, auch das ist natürlich auf Kundenwunsch entstanden, haben wir heute nochmal 2 unserer Bestseller, wenn es um Klimaanlagen geht, bei uns in Sortiment mit aufgenommen. Und da können wir nur sagen, auch hier bitte schnell sein. Die Nachfrage ist immer enorm hoch, weil das sind mobile Klimaanlagen, die man eben auch jederzeit von A nach B tragen kann, vom nächsten Raum. Wie gesagt, machen Sie sich da keine Gedanken. Ralf erklärt Ihnen auch gleich, wie man Klimaanlagen clever einsetzt. Und gerade wenn man dann auch im Dachgeschoss wohnt, möchte ich fast behaupten, da kommt man um eine Klimaanlage nicht drum herum, oder Ralf? Ja, also es gibt überall Räume, wo man eben nicht um eine Klimaanlage herumkommt, wenn man eine gewisse Raumtemperatur will. Ich kann es Ihnen bei uns in der Firma sagen, bestes Beispiel, wir kommen in allen Räumlichkeiten mit Verdunstungsluftkühlern aus, außer unser Chef, der hat oben sein Büro, riesen Fensterfront und ja, waren ruckzuck mal 40 Grad drin, das bekommt man mit einem Verdunstungsluftkühler nicht hin. Jetzt müssen wir natürlich über Klimaanlagen sprechen, hier haben wir 2 der modernsten Klimaanlagen überhaupt und Klimaanlagen haben vielfältig einen schlechten Ruf und mit dem möchte ich jetzt mal aufräumen, weil wenn man die clever benutzt, dann sind sie hervorragend und ich möchte beginnen mit dem Riesenvorteil einer Klimaanlage. Bei einer Klimaanlage bestimmen Sie, welche Temperatur der Raum haben soll. Und auf die kühlen Sie den Raum herunter. Ja, und das geht mit einem Verdunstungsluftkühler eben nicht. Die Range hier übrigens von 16 bis 30 Grad, je nachdem, was man eben an Temperatur im Raum haben will. Schlafzimmer empfohlen 18
Grad, bei Anni wären es 24 Grad, aber das ist ja flexibel, das kann man ja, ja einstellen, wie man will. So. Anni bin übrigens ich. Ja, Tante Anni, ich sage immer Tante Anni zu ihr, weil ihre Nichte und Neffe sie so nennen. So, jetzt kommen wir zu diesem Gerät, das ist geeignet für Räume bis 44 Quadratmeter, das liegt an der Motorleistung, hier haben wir also eine Leistung von 9000 BTU, das heißt British Term Unit per Hour, und das gibt an, wie schnell und effektiv, wie groß ein großer Raum runtergekühlt wird. 44 Quadratmeter. So, und jetzt sprechen wir mal über die Vorurteile. Man wird krank von einer Klimaanlage. Ich möchte dem widersprechen, weil man wird nur krank, wenn man sie falsch benutzt. Wenn Sie bei einer Klimaanlage, wenn die auf volle Kühlleistung ist, hier vorne sich dran stellen, sagen, oh, ist das schön kalt, das ist so richtig toll, dann sind Sie nicht so ganz clever, weil dann ist natürlich die Gefahr, dass Sie am nächsten Tag mit Erkältung im Bett liegen, sehr groß. Lassen Sie den Raum kühlen und kühlen Sie sich im Raum. Dann besteht überhaupt keine Gefahr, dass Sie sich erkälten. Zweites Vorurteil, da sehen wir aber nochmal die Vorteile, da sprechen wir erst über die. Individuelle Kühlung, kraftvolle Kühlung, 3 in 1. Wir haben nämlich hier auch Ventilator und Luftentfeuchter. Dann natürlich diese Leistungsstärke, die ich gesagt habe. Und hier Luftdurchlass von 380 Kubikmetern pro Stunde. Das ist auch sehr viel. Und für Raumgrößen, das hatte ich gerade erwähnt, ist 44 Quadratmeter. Jetzt sprechen wir über die Wattzahl. Das ist das Zweite. Frisst mir die Haare vom Kopf. Natürlich, wenn ich eine Klimaanlage 24 Stunden am Tag laufen lasse, ob ich sie brauche oder nicht, dann wird die Stromrechnung extrem hoch. Hier haben wir aber Energieeffizienzklasse A. Das heißt, wir haben eine Leistung von 2500 Watt, aber nur einen Strombedarf von 1100 Watt. Und wenn Sie jetzt wissen, ich komme in einen Raum, sprechen wir mal über Schlafzimmer, ich gehe um 11 ins Bett, dann stellen Sie das Gerät einfach um 10:30 an, auf die gewünschte Temperatur. Und wenn Sie dann im Bett sind, machen Sie die Timerfunktion auf eine oder anderthalb weitere Stunden. Dann haben Sie 2 Stunden Betrieb und haben den Effekt, den Sie wollen. Und wenn man 2 Stunden heutzutage nach durchschnittlichem Verbrauch rechnen, dann sind das 66 Cent Stromkosten. Und ich glaube, Anni, das ist uns unser guter und gesunder Schlaf mit Sicherheit wert, oder? Ich wollte gerade sagen, also bevor ich jetzt 3, 4, 5 Nächte oder den kompletten Sommer nicht schlafen kann, und das, also der Körper braucht den Schlaf. Schlafentzug war früher eine Foltermethode. Ja, warum soll ich das mir antun? Mensch, da greife ich doch lieber einmalig zu. Und es ist ja nicht nur dieses Jahr Sommer, auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Sie profitieren jeden Tag aufs Neue davon. Und das ist eben das Tolle. Wir brauchen diesen Schlaf. Aber gerade wenn du so auf dem Dachgeschoss wohnst, da kannst du ja gar nichts mehr machen. Weder Fernseher schauen, noch kochen, noch Hausarbeit machen. Da fällt dir plötzlich alles schwer. Selbst das Nichtsmachen fällt einem schwer. Da sitzt man meistens in seiner eigenen Suppe, ne? Und das möchte man ja auch nicht, dann geht man vielleicht raus. Aber da ist genau das Gleiche, da geht kein Lüftchen. Zu Hause will man sich doch wohlfühlen. Und gerade wenn man dieses Jahr vielleicht nicht in den Urlaub fliegt, sind unsere Klimaanlagen genau das Richtige für Sie. Genau, jetzt haben wir noch ein weiteres Vorurteil, was mache ich mit dem Abluftschlauch? Natürlich ist bei einer Klimaanlage, und da sehen Sie den auch mal, ein Abluftschlauch unbedingt vonnöten. Am Ende der Sendung werden wir Ihnen aber zeigen, wie das problemlos möglich ist, auch bei Ihnen in der Wohnung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, das ist die modernste Klimaanlage, die wir im Programm haben. Das ist einmal ganz klar wegen der enormen Energieeffizienz, die wir hier haben. Nochmal 1100 Watt braucht es, 2500 Watt leistet es. Und zum Zweiten, weil diese Klimaanlage smartfähig ist, also WLAN-fähig. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, per Fernbedienung direkt am Gerät zu steuern, aber auch über eine kostenlose App. Und das hat jetzt einen riesen Vorteil. Jetzt angenommen, du bist im Büro oder bist unterwegs, es ist unglaublich heiß. Und du weißt, wenn du heimkommst, ja, wird die Bude platzen vor Hitze. Dann ist man so clever, nimmt sein Handy raus, schaltet die Klimaanlage eine halbe Stunde, bevor man zu Hause ist, auf die gewünschte Temperatur ein. Und wenn man dann heimkommt, dann ist der Raum schon vorgekühlt. Intelligent handeln, clever handeln, und das ist mit dieser Klimaanlage möglich. Nochmal für Räume bis 44 Quadratmeter, und das ist schon eine ganz schöne Raumgröße, also so 8 mal 5 Meter. Also ich muss auch sagen, die sieht sehr, sehr schick aus. Man denkt ja immer, Klimaanlagen
ja, die zerstören das Bild, aber ich finde, die sieht sehr, sehr edel aus. Also Klimaanlagen sind auch modern, ne? Die fällt nicht groß auf. Sieht aus wie so ein, ja, wie so ein schicker Heizkörper fast. Und das mit dem Abluftschlauch, wie Sie den am besten nach draußen bekommen, das zeigen wir Ihnen auch gleich noch. Da müssen Sie sich gar keine Gedanken machen. Wichtig ist nur, dass Sie jetzt schnell sind. Denn unsere Klimaanlagen und Verdunstungsluftkühler sind heute sehr, sehr beliebt. Bitte halten Sie sich ran. Die Bestellnummer für unsere erste mobile Klimaanlage ist die NX9765 und die 569. Ja, wem das aber noch nicht groß genug ist, weil Sie vielleicht riesen Fronten haben, riesen Räumlichkeiten, wir haben diese Klimaanlage auch noch eine Nummer größer. Ja, obwohl Sie sehen optisch eigentlich genau die gleiche Größe. Es geht um die Motorgröße. Hier hatten wir 9000 BTU, hier sind wir einen Schritt weiter, 12.000 BTU, British Term Unit per Hour. Und diese Klimaanlage reicht jetzt aus, um Effizienzräume bis 55 Quadratmeter herunterzukühlen und noch mit einer Zusatzoption, nämlich dieses Gerät ist ein Ganzjahresgerät. Jetzt natürlich runterkühlen auf die Temperatur, den Raum auf die Temperatur, wo Sie sich wohlfühlen, aber im Winter oder gerade auch zwischen den Jahren, sagt man so schön, in der Übergangszeit, kann ich hiermit auch Räume wärmen. Also hier haben wir ebenfalls eine Heizfunktion eingebaut. Und größerer Motor, größerer Energiebedarf, hier haben wir eine Leistung von maximal 3500 Watt, aber auch hier Energieeffizienzklasse A, das heißt, der Bedarf des Stroms ist ein Bruchteil davon, 1370 Watt. Und das ist Energieeffizienz, die man heutzutage eben benötigt. Das macht die neue Technik möglich. Aber ich finde die auch schön und ansonsten hat sie die gleichen Optionen. Also ganz einfach per Fernbedienung zu schalten, direkt am Gerät zu schalten, Entfeuchtung, Ventilator und Klimaanlage und natürlich auch hier wieder per kostenloser App schaltbar von überall auf der Welt. Also gerade wenn man eben auf dem Heimweg ist und ich denke, daheim kocht die Bude wieder, schalten Sie die Klimaanlage von unterwegs aus ein. Und hier kann ich wirklich nur sagen, bei Klimaanlagen clever kühlen und dann können Sie alle Vorurteile vergessen. Sie werden nicht krank werden, die Klimaanlage wird die Stromrechnung nicht explodieren lassen. Und das mit dem Abluftschlauch, das klären wir gleich im Anschluss. Aber es gibt eben Räume, vielleicht auch bei Ihnen im Haus, die sind nur mit einer Klimaanlage im Zaun zu halten. Und dann brauchen Sie eine, da kommen Sie langfristig nicht drum rum. Weil nochmal, gefühlt wird es ja jedes Jahr immer noch ein bisschen wärmer. Für Räume bis zu 55 Quadratmeter und sogar für den Winter dann mit der Heizfunktion, das ist ja auch was Tolles, also ein Ganzjahresprodukt, das gibt es hier für 474 Euro. Kostet normalerweise ein bisschen mehr, also Sie sparen hier sehr viel Geld. Oh, wir hören gerade die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, liegt hier bei 800 Euro. Das heißt, Sie sparen hier nochmal 41%, wenn Sie jetzt zugreifen und jetzt bestellen. Bestellnummer ist die NX9766 und die 569 und kommt sogar versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wir haben es im Fokus gelesen, die Hitzewellen stehen uns bevor. Seien Sie vorbereitet, rüsten Sie jetzt nach, entweder mit den Verdunstungsluftkühlern oder mit unseren Klimaanlagen. Das sind tolle Geräte, die Sie jetzt hier zum TV-Sonderpreis erwerben können. Und für alle, die sich fragen, na, wie kommt denn jetzt der Abluftschlauch nach draußen, ohne dass ich jetzt ein Loch durch die Wand bohren muss, Ralf zeigt es Ihnen. Ja, das geht ganz einfach mit dieser Fensterabdichtung. Der Schlauch muss nach außen. Und jetzt einfach Fenster aufmachen, rauslegen, Fenster wieder anlehnen, funktioniert nicht, weil die Rest, die freie Fläche, da kommt die warme Luft wieder rein. Also dann haben Sie überhaupt keinen Effekt. Wer das mal ausprobiert hat, wird das wissen. Diese Fensterabdichtung, da wird einfach installiert in ein vorhandenes Fenster. Also keine bauliche Veränderung. Sie brauchen zum Montieren nicht mal Werkzeug. Hier ein Klebeband mit Klett auf der anderen Seite wird einfach rund um das Fenster herum angebracht. Ja, vorher ein bisschen Fett freimachen, kein Problem, dann hält das. Das ist eine Sache von, ich sag mal, maximal 10 Minuten. Und dann kommt die Abdichtung per Klett befestigt. Und diese Abdichtung, die wir gleich sehen haben, hat in der Mitte einen Reißverschluss. Den öffnen Sie, Abluftschlauch durch, Reißverschluss, passgenau wieder zumachen. Und so geht die warme Luft, die Abluft nach draußen und bleibt auch draußen. Und somit können Sie die ganze Effizienz einer Klimaanlage hier natürlich ausschöpfen. Und ein Tipp
noch, vielleicht möchten Sie Ihre Klimaanlage dann auch in mehreren Räumen nutzen, zum Beispiel Homeoffice, ja, oder dann im Schlafzimmer. Dann holen Sie sich 2 oder 3 Fensterabdichtungen, weil die Klimaanlagen, die sind flexibel. Die kann ich von einem Raum in den anderen in einer Minute schieben. Und wenn dann natürlich so eine Fensterabdichtung schon vorgerichtet ist, ist das perfekt. Schlauch raus, Stecker in die Steckdose und den Raum kühlen. Übrigens, wenn kein Schlauch rausgeht und die Fensterabdichtung installiert ist, lässt sich das Fenster natürlich problemlos schließen. Also auch das kein Hindernis. Abluftschläuche bei Klimaanlagen unbedingt notwendig. Und deshalb ist meiner Meinung nach auch diese Fensterabdichtung unbedingt notwendig. Weil gerade wenn man auch in Miete wohnt, kann man ja keine baulichen Veränderungen vornehmen. Ja. Das ist auch hier wieder die clevere Alternative. Und wenn Sie schon eine Monoblock-Klimaanlage zu Hause haben, ja, und das bis jetzt durchs offene Fenster gemacht haben und gesagt, die nutzt nichts, nehmen Sie auch hier die Fensterabdichtung. Die dürfen Sie auch unabhängig von unseren Klimaanlagen bestellen, weil das ist einfach die clevere Lösung für Abluftschläuche. Die Bestellnummer ist die PV7378 und die 569. Ganz viele Kunden bestellen gleich mehrere Fensterabdichtungen. Das macht insofern Sinn, weil da muss man die Fensterabdichtung nicht jetzt mal abmachen, wenn man die Klimaanlage jetzt zum Beispiel in den nächsten Raum transportieren möchte. Also seien Sie clever, seien Sie jetzt schnell, gehen Sie ans Telefon 0800 51 51 und 3x4 ist die Telefonnummer. Die ist selbstverständlich für Sie kostenfrei und Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. Die Nachfrage ist enorm hoch. Alle haben Panik vor diesem furchtbaren Sommer, aber dieser Sommer kann Ihr Sommer werden, denn Sie sind ja jetzt bestens ausgestattet. Viel Spaß!